möchte gerne als Beispiel dafür gerne Werbung machen für einen jungen Mann, der mit seinem Projekt Goodfellas Mafia aus Hannover auf sich aufmerksam macht. Das Zeug ist grottenschlecht, wirklich. Und der Typ sieht aus, als wenn, also er ist komplett tätowiert, was nichts Schlimmes ist, aber nicht so tätowiert wie, oh ja, mach mal hier zu. Der sieht aus wie ein Fünfjähriger, dem man zwei Eddings gegeben hat und sagt, pass darauf auf, mal dich nicht an. Also komplett aus Gesicht zu und so weiter. Und ich möchte jetzt einfach mal gerne anfangen und die Biografie von dem jungen Mann vorlesen, die er aus Public Relations Gründen ein bisschen zusammengestrichen hat. Also jetzt kommt erstmal die offizielle Biografie und danach kommt dann das, was eigentlich geschrieben stehen sollte. Du weißt, Bruder, dieses Leben ist die Qual für mich. Das Problem ist die Menschen, ich ertrag sie nicht. Das ist mein Leben voller Hass, Liebe, Wut, Zorn und Schmerz. Daniel Gang von Anfang an. War ich ein Einzelkämpfer, für die Ehre und Stolz nicht nur Modewörter sind, sondern Prinzipien, für die ich lebe und sterbe. Seitdem ich auf dieser Welt bin, wusste ich, eigentlich gehöre ich hier nicht hin. Es fing schon in der Grundschule an, ich musste täglich abgeholt werden, weil ich meine Aggression nicht im Griff hatte und mich an meinen Mitschülern und Lehrern ausließ. So ging es auch lange Zeit weiter. Dann kam die Pubertät, alle gingen auf Partys und haben sich besoffen, ich dagegen habe mich zurückgezogen. Das war noch nie was für mich. Seitdem ich 15 bin, nenne ich mich Straight Edge. Kein Konsum von Zigaretten, Alkohol sowie allen legalen und illegalen Drogen. Zur veganen Ernährung habe ich mich mit ca. 20 entschieden. A commitment for life. Später verlor ich meine Ausbildung, weil ich meinen Lehrer angriff und gleichzeitig auch meine erste Freundin. Außerdem kamen immer wieder Anzeigen dazu und irgendwann saß ich dann vor dem Richter, der mir 8 Monate Gefängnis auf Bewährung gab. Ich bin ein höflicher, respektvoller Mensch. Ich habe nur das Gefühl, dass mich niemand auf dieser Scheißwelt versteht. Deswegen distanziere ich mich auch von den meisten Menschen, weil sie nichts wert für mich sind. Die meisten versuchen mir ins Bein zu pinkeln und zeigen mit dem Finger auf mich, ich kenne nichts anderes. Die Familie und ein paar wenige Brüder zählen, der Rest der Welt kann sich ficken. Für mich zählen Werte wie Loyalität, Treue, Respekt, Ehre, Stolz und Ehrlichkeit. Nur kaum jemand lebt wirklich danach. Dieses Leben hat mich geprägt. Das erzähle ich auch in meinen Texten. Anfang 2007 habe ich mit dem Rappen angefangen, um mein Leben, meine Gefühle, meinen Hass zu verarbeiten. Gibt nicht mehr viel zu sagen, außer und bitte, lieber Gott, segne meine Eltern. Es sind die letzten Stunden, schau diese verkommene Welt an. An sich eigentlich schon ganz lustig. Muss man dazu sagen, also ich habe schon mal das mit der Biografie 2007 gemacht und habe danach auch Schläge angedroht bekommen, aber der junge Mann ja zu 8 Monaten auf Bewährung. Wird nichts draus. Mal gucken, das steht jetzt seit einer Woche im Netz, bin gespannt, was kommt. Also. Du weißt, Bruder, dieses Leben ist eine Qual für mich. Das Problem sind die Menschen. Ich ertrag sie nicht. Das ist mein Leben voller Hass, Liebe, Wut, Zorn, Schmerz und ein Wort setzen. Daniel Gunn, a.k.a. Daniel Pistolski. Von Anfang an war ich ein Einzelkämpfer, für den Ehre und Stolz nicht nur Modewörter sind, sondern Fremdwörter. Mit ganz schön vielen Buchstaben. Seit ich auf dieser Welt bin, wusste ich, eigentlich gehöre ich hier nicht hin. Die Sehnsucht nach dem Dschungel wird wohl nie vergehen. Es fing schon in der Grundschule an. Ich musste täglich abgeholt werden, weil ich mein Koordinatensystem nicht im Griff hatte und von meinen Mitschülern und Lehrern einfach mal gern das Pipi laufen ließ. So ging es auch lange Zeit weiter. Dann kam die Pubertät. Alle gingen auf Partys, nahmen sich besoffen. Ich dagegen habe mich zurückgezogen und mit meinem Pillemann beschäftigt. Das war noch nie was für mich. Seitdem ich 15 bin, nenne ich mich Straight Edge. Aber du darfst Daniel zu mir sagen. Zur veganen Ernährung habe ich mich schon mit ca. 20 entschieden. Und dank der Low-Fat-Diät habe ich schon 7 Kilo abgenommen. A commitment for life. Später verlor ich meine Ausbildung, weil ich meinen Lehrer angriff und gleichzeitig auch meine erste Freundin. Im Handgemenge mit den beiden kamen dann auch einige Passanten sowie unabsichtlich abgestellte Lastfahrzeuge zu Schaden. Außerdem kamen immer wieder Anzeigen dazu. Zum Beispiel ich, Daniel, 20, liebevollen Vegan. Ich suche dich, weiblich, idealerweise blind und mit dem dringenden Bedürfnis, mal eine abgeräumt zu bekommen. Und irgendwann saß ich dann vor dem Richter, der mir 8 Monate Gefängnis auf Bewährung gab. Grober Unfug in Tatanwalt mit der Schleichung von Dienstleistungen, Diebstahl von Zeit, Beleidigung fürs Auge. Wie sehen Sie denn überhaupt aus? Ich bin ein höflicher, respektvoller Mensch, zumindest solange ich allein bin, du Schulstudenten-Arschloch. Ich habe nur das Gefühl, dass mich niemand auf dieser Scheißwelt versteht. Woran das wohl liegt? Deswegen distanziere ich mich auch von den meisten Menschen, weil sie nichts wert sind für mich. Die meisten versuchen mir ans Bein zu pinkeln und zeigen mit dem Finger auf mich. Das kann ich doch selbst am besten. Ich kenne nichts anderes. Die Familie und ein paar wenige Brüder kann ich zählen. Im Zahlenraum bis 10 macht mir keiner was vor. Der Rest der Welt kann sich ficken. Für mich zählen Werte wie Loyalität, Treue, Respekt, Ehre, Stolz und Niedlichkeit. Nur kaum jemand lebt wirklich danach. Ich selbst ja nur selten.
Dieses Leben hat mich geprägt und eins habe ich gelernt. Tattoos tun ganz schön weh. Das erzähle ich auch in meinen Texten. Anfang 2007 habe ich mit dem Rappen angefangen. Dann aber schnell gemerkt, dass man mit einem Pferd keine ernsthafte Beziehung führen kann. Um mein Leben, meine Gefühle und meinen Hass zu verarbeiten, gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer und bitte, lieber Gott, segne meine Eltern, damit sie, wenn ich pleite bin, Geld haben. Dankeschön.